Sie meinte, ja, das stimmt. Wir haben angefangen, für sie zu beten. Und sie meinte, wow, irgendwas hat meinen Magen verlassen. Und wir kannten diese Person gar nicht. Ja. Und sowas passiert dann andauernd. Da war so viel Schmerz in diesem einen Jahr. Hallo Freunde, es geht mal wieder um Torik. Falls ihr Torik nicht kennt, macht nichts. Ihr werdet ihn in 2 Minuten auch wahnsinnig unsympathisch finden. Let's go. Wir dürfen es mittlerweile mitbekommen haben, Rezo bekam eine Ansage von Torik, weil dieser in einem Video von Rezo vorgeführt wurde. Er selbst bezeichnet sich als Christ und glaubt wahrscheinlich an Wunderheilungen. Also er versucht bei Menschen... noch viel besser. Torik glaubt nicht... Ich muss euch ganz kurz abholen. Ich bin ziemlich krass in der Torik-Thematik drin mittlerweile. Torik führt selber sogenannte Heilungen durch. Oder wie Torik es nennt, bei dem habe ich Befreiung gemacht. Torik auch Rhetorik. Ganz krass am Start bei ihm. Stark. Und das ist nichts anderes, als dass er wirklich propagiert, er würde Exorzismen durchführen und damit unter anderem Homosexualität heilen. Das wollte ich gerade sagen. Ihr seht schon, Torik sagt, er kann Schule heilen. Genau. Ihr seht also so ein richtig sympathisches Bürschchen. Wow. Menschen, die besessen sind von Dämonen, die Hand aufzulegen und sie dann von bösen Geistern zu befreien. Auf genauere Details werden wir gleich noch im Laufe des Videos eingehen, deswegen keine Sorge. Aber ich habe im Zuge der letzten Tage mehrere Nachrichten bekommen, woher denn dieses Denken von Torik überhaupt kommt. Und da mich das auch interessiert hat, wie Torik so krass abdriften konnte, habe ich mich auf die Suche begeben und bin auf äußerst schwierige Dinge gestoßen, die aber sein Verhalten mehr als begründen. An der Stelle aber erstmal Folgendes: Torik ist nicht irgendwie Mitglied einer richtig anerkannten Sekte. Er ist halt weiterhin Teil des christlichen Glaubens. Ich habe das Wort jedoch genutzt, da die Strukturen ziemlich radikal sind. Jedoch muss man halt den normalen Christentum, wie wir es kennen, ganz klar von dem Christentum von Torik unterscheiden. Aber schauen wir erstmal, wie er überhaupt so werden konnte. Ich glaube, das, was Alpha Kevin sucht, ich glaube, das Wort, was er sucht, ist Hardcore-fundamentalistische Splittergruppe. Anderschrist. Der Anderschrist. Nicht der Antichrist, sondern einfach der Anderschrist. Eigentlich ist es ganz easy, denn wenn man einfach mal auf Instagram sieht, wen er eigentlich folgt, dann folgt er einer Seite ziemlich oft. Und zwar ist es die Awakening Church. Und als ich dann über diese Art von Gemeinde recherchiert habe, dann war mir eigentlich alles klar. Denn Awakening Church glaubt mehr oder weniger an Wunderheilungen. Und das alles natürlich durch den Heiligen Geist. Also wenn sie jetzt eine Hand auflegen, dann befreien sie nicht diese Person, sondern der Heilige Geist befreit sie. Dass sie hier auch sehr wahrscheinlich mit den Schmerzen von Menschen spielen, um sie für sich zu gewinnen, das ist erstmal Nebensache. Und damit ihr wisst, wie groß der Einfluss auf Torik sein muss, gehen wir doch einfach mal rein ins Thema. Denn Torik hat ja offenbar ein großes Problem mit Homosexualität. Und warum er so denkt... War das gerade ein Ausschnitt aus dem Talk, den Stay mit ihm hatte? Ich fand ja den Blick jetzt gerade schon gold. Ich wollte mir das noch angucken, gut. Ich hab's noch nicht gesehen. Schade. Das schauen wir uns gleich genauer an. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt. Und der davon frei werden will. Wenn du mit Homosexualität struggles und davon frei werden willst, dann bete doch das mit mir. Wir alle wissen, dass die LGBT-Community... Warum macht sein Mund einen auf Chiara Ohofen? Ich hab instant Schmerzen. Vielleicht ist es auch... Manchmal, wenn ich was esse, wogegen ich krass allergisch bin, dann schwillt mir auch die Lippe an. Vielleicht sind seine Lippen die ganze Zeit so angeschwollen, weil er allergisch gegen die die aus seinem Mund rauskommt. Maybe that's the reason. Soll vorkommen. Habe ich auch von gehört. Toleranz und Akzeptanz. Die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Wenn ihr Bock habt, einen Typen... Warte, Sekunde. Wo kommt der denn her? In welcher Drastizität haben wir uns denn da gesteigert? Was war das denn? Olli, darüber hatten wir uns schon gefreut, als wir TJ geguckt haben. Ja, ja, das ja. War diese, ja, ich diese erinnere fantastische mich. Gleichstellung. Übrigens, deine Oma zu zersägen und aufzuessen ist auch nicht okay. Falls die Aufzählung weitergehen also, sollte. Die Rhetorik ist am Start. Bumsen, ihr auch auf Bock auf euch habt und ihr seid ein Typ. Go for it. So eklig. Straight up, wenn ich das so sage, straight up. Ja, straight up. Nochmal dazu, unterdrückte Gefühle sorgen bei ganz vielen Menschen, die betroffen sind, zu einer unfassbar ablehnenden, teils aggressiven Haltung, Torik. Just saying. Ich muss immer an dieses
Ich muss das nochmal raussuchen, dieses geile TikTok-Ding denken, wo der immer so tut, so, fass mich nicht an, fass mich an, da, immer ihm schon so den Arsch hinhält, sondern es ist immer ja, so expliziter genau das. Wird. Das ist genau das, Alter. Ich muss ja, das mal raussuchen. Homosexualität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Doch, warum hat er so ein großes Problem mit Homosexualität, habe ich mich dann gefragt. Ich meine, die Bibel sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb sollte er ja eher tolerant gegenüber LGBTQ sein und sie auch nicht als etwas Unnormales bezeichnen. Aber woher kommt denn eigentlich genau dieses Denken? Denn die Bibel sagt aber auch, du sollst die Heiden töten, wo du sie findest. Ja, also wir sollten da eventuell nicht allzu Bibel sagt, mal rangehen. Auge um Auge so und halt die andere Wange hin. Ne? Altes und Neues Testament. Ne? Ja. Ja, ich weiß, bitte, Paul, danke, hast du mir beigebracht. Old School, New School. Denn ich persönlich habe in 12 Jahren Christentum nicht mitbekommen, dass man Homosexuelle abstoßen sollte oder sagen sollte, die seien unnormal. Liegt das jetzt hierbei vielleicht an der Awakening Church und was sie dir als Wahrheit eintrichtern wollen? Kurze Info, die Awakening Church wurde in Deutschland gegründet, um Europa zurückzuerobern. Allerdings entstand diese nur durch eine Gemeinde in Amerika. Deshalb wurden viele Menschen nach Deutschland eingeflogen. Die wollen zurück. Dann hier verbreiten. Und die Amis kommen zurück. Die haben die Schnauze voll. Ich will das nicht. Natürlich aber auch die können Botschaft doch nach Gottes England zu zurück. So, ja, naja, und dann kommen sie nach Sachsen zurück. Herzlichen Dank, hier kommen sie in die Angelsachsen zurück. Guck mal, Dicker, die haben Beetlejuice falsch geschrieben. Und jetzt, wo guter Film, ihr wisst, dass das Ganze ursprünglich aus Amerika kommt, hören wir uns doch einfach mal einen Erfahrungsbericht eines ehemaligen Mitglieds dort an und mal schauen, was sie zum Thema Homosexualität sagt. Gegen Homosexualität bietet Bethel eine Lösung an. Das sogenannte SOSO, ein Ort der Errettung und SOSO. Homosexualität ist eine sehr große Sache und dass die Gemeinde so ein Ministry hatte, wo ja im Endeffekt Dämonen ausgetrieben würden, weil die glauben, dass halt Homosexualität nicht von Gott ist und dass das auf jeden Fall ein Dämon ist oder mindestens. Digga, das ist Roleplay richtig gone wrong, oder? Was da passiert. Irgendeine danke. Verletzung oder so. Und das muss danke für den Moment. Geheilt werden bei einem bestimmten Freund. Der würde dahin geschickt und hat immer wieder Termine bei SOSO gemacht. Also es würde einfach sehr danach gefallen, was für Trauma hast du denn halt in deinem Leben. Lass uns mal das alles hochbringen, ohne dass wir überhaupt dafür ausgebildet sind. Und das hat ihn voll fertig gemacht. Also es wird in Amerika mehr oder weniger verdeutlicht, dass Homosexualität eine Art Krankheit ist und man sie heilen muss, beziehungsweise Menschen davon befreien soll. Und das ganze Geschwafel kommt dann natürlich auch rüber nach Deutschland. Und genau deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, weshalb Torik auch genau dieser Ansicht ist, wenn ihm das so beigebracht wurde. Und damit ihr nun seht, wie wichtig die Homophobie zu sein scheint, schauen wir einfach mal an, was Chris Müller außerdem noch rausgefunden hat. Und natürlich haben wir Bethel in den USA auch eine Konfrontation geschrieben. Und auf die Fragen kam tatsächlich nicht so viel zurück, bis auf die Frage zum Thema Homosexualität. Da haben sie uns eine Website geschickt, den haben wir euch auch ein bisschen. Fantastisch, dass die Domain gutercontent.com ihm gehört und er schreibt mit der E-Mail-Adresse chris@gutercontent.com. Ist fantastisch. Schreibungstext verlinkt. Und wenn man sich das mal durchliest, dann steht da erstmal drin, Gott liebt alle. So. Aber je weiter man liest und weiter runter scrollt, der Text ist ziemlich lang, dann steht da immer mehr drin. Für Bethel gibt es nur Mann und Frau. Gott hat in der Bibel klare Regeln zur Sexualität gegeben. Es gibt bei Bethel auch Leute aus der LGBTQ-Community, aber wegen all den oben genannten Punkten haben sich diese Personen wieder für einen anderen Lebensstil entschieden. Also ihr merkt, das Thema Homosexualität scheint so wichtig zu sein, dass man wirklich bloß auf diese eine Frage antwortet. Und selbst dort versucht man das Ganze noch als etwas Unnormales darzustellen. Und da Torik der Awakening Church mehrfach auf Instagram folgt, sowie auch den Gründer davon, können wir nur erahnen, weshalb er dieses Gedankengut hat. Wie gesagt, bringt bitte nicht diese Awakening Church mit dem normalen Christentum in Verbindung, weil sich vor allem auch super viele freie Christen davon distanzieren. So gibt es beispielsweise auch offene Christen, die einfach mal die Awakening Church besuchen. Man muss sowieso mal eine Sache, möchte ich ganz, ganz doll nochmal betonen. Ne? Also Christentum ist nicht gleich Christentum, das sehen wir ja schon alleine, wenn wir uns die protestantische Kirche angucken, wo die Leute ganz normal heiraten dürfen. Also auch die, wie heißen die, Pastoren, Priester, die Chefs von der Nummer, von so einer Kirche, der Prediger. Ja, oberster Drachenimperator. Zum Beispiel das können so Leute, Frauen sein, die nicht getauft sind, auch heiraten dürfen. Ja, ja. Wie gesagt, meine Frau ist ja Protestantin und wie gesagt, das sind die Pfarrer da sind Frauen, die sind Männer, die sind verheiratet, die haben Kinder. Die sind zum Teil auch homosexuell.
Also das ist, wie gesagt, nochmal sowieso eine völlig andere Schiene. Aber generell, das Christentum wird immer gleichzeitig in Verbindung gebracht mit der Institution Kirche. Und das zu machen, ist schon ein Fehler. Weil der Glaube als solcher fußt ja einfach nur auf Gesellschaft, auf einem uralten, zugegeben, ja, uralten Menschengemachten. Das darf man sich auch nicht, das darf man nicht vergessen. Wort Gottes hin oder her, aufgeschrieben, interpretiert etc. hat es im Zweifel immer ein Mensch. Das ist also menschengemacht, immer, immer. Kann jeder sagen, was er will, von Gott hin oder her, aufgeschrieben, hat es ein Mensch. Es ist ein menschengemachtes Regelwerk zum Zusammenleben einer Gesellschaft. Und zwar uralt und damals vielleicht auch wichtig, dass sie sich nicht gegenseitig alle aufs Dach steigen in dem Dorf, wo damals aufgeschrieben wurde. Sodom, Gomorra. Ja, wahrscheinlich. Und trotzdem, der Glaube als solcher ist ja erstmal nichts Schlimmes. Die Institution Kirche als solche, gigantisch problematisch. Aber muss man auseinanderhalten, wenn man mich fragt. Haben und dort bei einer Art Predigt dabei waren und dort wurde Folgendes geschildert. Stefan schrieb am 23. März, ach ja, Awakening Europe 2021 war Ben Fitzgerald auch in Feldkirchen bei München und weil ich ja durchaus offen bin, beziehungsweise sein will, für das Wirken des Heiligen Geistes war ich an allen drei Tagen mit dabei. Am letzten Tag gab es eine längere Anbetungszeit, während Ben und sein Team durch die Reihen gingen und für einzelne Teilnehmer Hände auflegend betete. Einige fielen daraufhin um, machten seltsame Bewegungen und Lautäußerungen oder ruhten im Geist. Als Ben zu mir kam, sich dann aber nach einiger Zeit nichts tat, übte er mit der Hand einen ziemlichen Druck auf meinen Oberkörper aus. Hätte ich dem nachgegeben, wäre ich sicherlich auch umgefallen, aber halt durch Ben und nicht durch den Heiligen Geist. Was ich damit nur sagen will, ich habe den Eindruck, dass hier auch viel mit Psychologie und Manipulation gearbeitet wird. Natürlich möchte und kann ich anderen, die tatsächlich etwas erlebt haben, ihre Erfahrungen nicht absprechen. Nun ja, irgendwie passt das halt ziemlich gut, denn diese Heilungen bzw. Befreiungen, die nichts anderes als Exorzismus sind, wirken mir halt hart nach Paulanergarten. Geschichten. So habe ich mir auch einfach mal die Holy Spirit Veranstaltung auf YouTube gegeben und da... Digga, das ist so wild, ich war da ja. Du warst ja da für einen Dreh. Ich war auf einer Holy Spirit Night. Und die fanden das gar nicht so cool, dass du da warst, ne? Die fanden das gar nicht cool, dass ich da war, aber erst hinterher, als sich herausgestellt hat, ich fand das gar nicht cool, da gewesen zu sein und holy fucking shit, war das schlimm. Sah ich Folgendes. Nur kurz zur Info. Die Frau, die dort geheilt werden soll, die hatte irgendwie Augenschmerzen. Zumindest irgendwo in der Gesichtspartie hatte sie Schmerzen. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, dass du diese kleinen Dinge kennst, aber sie sind nicht klein für dich. Thank you, my father. Danke, Vater. We command the pain to leave her now. Wir befehlen dem Schmerz, sie jetzt zu verlassen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Thank you, God. Danke, Gott. Thank you, Lord. Okay. Check this girl. Ask her to check her side. Ask her to check. I believe it's gone already. Put both your hands up in the air if it's gone. Okay, beide deine Hände, wenn es ist the pain gone? Ist die Schmerzen weg? Can you move like this? Kannst du dich bewegen? It's completely gone? Es ist komplett weg. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Preist den Thank Herr. You, precious Holy Spirit. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. 12 Sekunden später. Josie. Johanna. How's this girl going, Josie? Johanna. Johanna. How's this girl going? Ask her. It's still there, but it is. How much better? Feel. Wie viel besser? How much? She said the pain was an 8. Now it's a 4. Hat sie nicht gesagt, sehr unangenehm? Ich habe gehört, sie sagt sehr unangenehm. Eine 8 und jetzt ist es bei 4. Der hat das eigentlich sehr unangenehm ist 4, so Olli. Gut gewirkt und geheilt hat, ja doch nicht so viel gebracht. Aber hey, die Leute, die sollten dann im Raum auch alle für sie beten, dass die Schmerzen wirklich komplett weggehen. Übrigens wird einem dort auch mehr oder weniger ein Stück weit verdeutlicht, dass wenn es mit der Heilung bei einem selbst nicht klappt, man einfach nur nicht stark genug an Gott glaubt oder man das halt einfach öfters versuchen solle. Denn ich muss gerade... Die Medizin wird nicht. Hat mich gekillt. Du musst einfach mehr glauben. Die Bibel sagt, schwul zu sein ist in Ordnung, solange du high bist. A man who lays with another man should be stoned. Und ich liebe es so sehr. Es ist so großartig. Stark. Oh mein Gott, ist das gut. Die Nachbarskatze, dankeschön. Alter, je stärker die Bindung zu Gott, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geheilt wirst. Was ist mit Leuten, die krank sind und nicht geheilt werden? Es hängt an deinem Glauben. Und wenn du das jetzt nicht geschafft hast, dann schaffst du es vielleicht das nächste Mal, wenn du dich noch mehr in die Gruppe hineinbringst, wenn du selbst noch missionierst, wenn du andere noch einbringst.
Also wenn dein Glauben stark genug ist. Also je stärker... Einfach mehr bezahlen nächstes Mal. Der Glaube muss einfach weniger koksen auch. Also das wirkt mir schon ein Stück weit gefährlich, wenn ihr mich fragt. Und hier werden ja auch offensichtlich psychologische Tricks angewendet, um so zu tun, als würde der Heilige Geist gerade bei irgendjemand etwas bewirken und dann würde man zittern oder umfallen und so weiter. So konnte übrigens auch Ben, also der Gründer von Awakening Church, einen älteren Herrn durch den Heiligen Geist Jesu befreien. Im rechten Knie. And it's very bad. Und es ist sehr schlimm. It's years you've had this problem. Du hattest dieses Problem seit Jahren. In the right knee. Hier in deinem rechten Knie. Who is that man? Wer ist dieser Mann? Let's pray. Father, we thank you for this man. Father in heaven, we pray Vater im Himmel, wir beten, that you would remove the Schmerzen from this man's knee. Dass du die Schmerzen entfernst von diesem Knie. That you would heal the muscle. Dass du den Muskel heilst. And I see a bone spur. Und ich sehe einen Knochen, der bone spur. The bone is like... Ich sehe einen, was, Knochenspeer? Nein, wer bist du? Spur. Ein Knochen, der ist... Knochenspeer, Heik auch immer geskillt. Ist mega in Diablo. Das war so lustig, wie hast du das übersetzt und ich wusste, was es ist. Father, we pray in the name of Jesus. Vater, wir beten in Jesu Namen. The complete healing. Die komplette Heilung. That Holy Spirit, you would do miracles here this morning. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber wenn ich mir den Mann angucke, liegt sein kaputtes Knie nicht an Jesus. Der Geist, dass du heute Morgen hier Wunder tust. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Olli, kannst du das als Sound abspielen, wenn wir jemanden bannen? Bitte. Das wäre übel gut. Und wer hätte es gedacht? Natürlich wurde der ältere Herr direkt befreit und kann sogar springen. The man with the right knee. Der Mann mit dem rechten Knie. Der Mann mit dem rechten Knie. Ist das geheilt? Ist er geheilt? Can you lift? Kannst du es bewegen? Yes! Hallelujah! That has to be Jesus. Das ist genau, was das deutsche... die deutsche Medizin braucht. Genau das, was unser System braucht. Wisst ihr, wie lange ich auf einen Termin bei einem Spezialisten warte? Wir machen jetzt nur noch Sammeltermine, wo so ein Typ auf der Bühne steht und sagt, du hast Krebs. Du bist geheilt. Geheilt. Und du, geil. Den ganzen Scheiß kann ich mir jetzt sparen. Ja. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Muss Jesus sein. You could never jump like this, right? Du warst vorher nicht zu hüpfen, oder? So if this is healed, you know that can only be God. Also wenn es geheilt ist, weißt du, es war Gott. And could you jump? Could he jump before? Konntest du vorher hüpfen? He couldn't even stand. Er konnte nicht mal stehen. Okay, one more time. Er stand doch vorher. Okay, noch einmal. Nein, hör auf, jetzt ich spring ein, oh Gott. Hallelujah. Come on. Warte, was? Ey, Adrenalin macht echt eine ganze Menge mit dem Körper, aber der hat sich wahrscheinlich einfach gerade sein Knie richtig kaputt gemacht damit. Ja, wahrscheinlich. Wenn der wieder nachlässt, alle da, die ganze Euphorie und so, wenn alle Hormone sich wieder irgendwie beruhigt haben und so, alle Botenstoffe wieder so ein bisschen zurückgebildet sind, dann tut dem das richtig schlimm weh. Das ist ja richtig perfide, weil das sorgt ja dann einfach nur, dass der in 3-4 Tagen merkt, oh, ich muss öfter zu so einer Veranstaltung, mir geht schon wieder richtig schlecht. Es geht nur, wenn Ben in der Nähe ist. Oh Gott, ist das alles... eklig. Also offensichtlich legt er hier den Mann die ganze Zeit die Worte in den Mund. Der Herr hat ja eigentlich so gar nichts gesagt, aber hat dann auf einmal Schmerzen im rechten Knie. Und außerdem ist mir aufgefallen, das stimmt nicht mal, was dort gesagt wurde. Denn Ben meinte hier, dass er ja nicht stehen konnte. He couldn't even stand. Er konnte nicht mal stehen. Okay. Ah ja, deswegen stand er auch schon eine Stunde zuvor vor der Band und tanzte dort mit. Er liebt es, sein hungriges Herz zu hören. Just a little longer. Ja, da war er ja schon beseelt. Wir wollten ihr hier eigentlich verarschen. Bei der einen sagt ihr, dass ja jetzt alles gut ist und sie müsste auch geheilt sein. Kurz danach kam der Schmerz aber plötzlich wieder, wurde aber von einer 8 eine 4. Und bei dem Herrn erzählt man hier einfach irgendwelche Geschichten aus dem Paulanergarten. Also ich glaube eher weniger an Wunderheilungen. Ganz im Gegenteil, mir wirkt das so, als würde man hier mit psychologischen Tricks spielen, um nur für eine kurze Zeit... Wir müssen das nicht mal hier in den, wie nennt man, nicht imperativ, sondern wie nennt man das denn? Konjunktiv setzen. Freunde, es gibt keine Wunderheilung. Es gibt mit Sicherheit einen Placebo-Effekt und gibt Adrenalin und gibt sicherlich ganz viele Phänomene, die erklären können, warum es den Leuten da an Ort und Stelle besser geht. Aber wenn du kaputtes Knie hast, dann heilt der Typ dir nicht, weil er auf einer Bühne steht und Mikrofon redet, das Knie. Ja, sagst du also erstmal Hallo Ender Republic. Nee, Hallo Ender Replik. Schön, dass du da bist. Aber vor allem, Olli. Weißt du, wie es ist? Wenn das Knie geheilt ist, wart Gott.
wenn das Knie danach immer noch kaputt ist, bist du schuld, weil du nicht doll genug geglaubt hast. So ist es. Ja. Easy as that. Was war das nochmal? Religion oder Psychopath? Nee, Depression oder Religion. Ja, Depression oder Religion, so rum. Verhalten her das Gleiche. Ja, das war's. Eine Art Wirkung zu spüren. Also genau das Gleiche. Die Wunderheilung wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Er spielt auch immer sehr viel mit diesen komischen Bewegungen, die Menschen dann machen während der Befreiung. Ich meine, plötzlich... Nee, ich mach keinen Witz mit dem Augen nach hinten rollen, nein. Den spare ich mir jetzt. Dann rollen die Augen nach hinten und so weiter. Und das sieht mir halt jetzt nicht danach aus, als wäre das eine Art Dämonenbefreiung, sondern als wäre das eine Art Schutzmechanismus des eigenen Körpers, weil es mit der Situation vielleicht nicht klarkommt. Es ist noch nie in meinem Leben oder um mich herum passiert, dass jemand wirklich geheilt wurde. Die sagen ja von der Bühne so, ja, hier haben wir einen Bericht, jemand wurde geheilt und so, aber gefühlt hat keiner wirklich so persönlich. Jetzt stell dir doch nur mal vor, bitte. Das ist ja trotzdem eine große Community und die können ja auch was bewirken. Jetzt stell dir mal vor, die würden für ihre Mitglieder hingehen und nicht so fake, ich heil dein Knie Scheiße machen, sondern die würden wirklich Probleme, die Menschen in ihrer Community haben, würden hingehen und sagen, so, bis zur nächsten Sitzung, wir lösen das und dann feiern wir uns auf der Bühne dafür ab. Yo, der ist in Schulden versunken, wir haben gesammelt, wir haben ihn von seinen Schulden befreit. Ja, yeah, geil, next one. Das wäre doch eine geile Nummer. Warum, also nutzt doch das Potenzial, was ihr habt, dafür, um den Leuten wirklich zu helfen und nicht so eine Fake-Scheiße abzuziehen. Ich weiß, es bringt kein Geld. Nicht in dem Ausmaß, weil die Leute an Wunder glauben wollen. Aber, ach, das wäre so viel schöner, Mann. Ich bin nicht in Kontakt mit diesem Bericht, mit diesen Menschen, die geheilt wurden. Dieses auf den Boden fallen oder zittern oder einfach loslachen oder sich wirklich wie Tiere so verhalten. Es wird gesagt, dass es, weil Gott so groß und mächtig ist, dass wir nichts dagegen machen können, wenn er uns berührt. Ich bin ja auch eine, die hingefallen ist, weil ich mir dachte so, ich will das einfach so sehr, ich will, dass Gott wirklich real ist, dass er in mein Leben reinspricht, dass ich besonders bin und es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt falsch liege, weil ich mein ganzes Leben hier reingegeben habe. Ich persönlich sehe das als extrem gefährlich an. Denn das hier sind ja keine professionellen Psychologen oder Hypnotiseure, sondern es sind ein... Muss aber ganz kurz den Moment nur zu appreciaten, wie reflektiert sie mittlerweile darüber spricht, finde ich echt stark. Einfach nicht ausgebildete Menschen, die Dämonenbefreiung durchführen. Und zusätzlich spielt man auch noch mit den Ängsten und Krankheiten von Menschen. Übrigens stand auch schon die Awakening Church in der Kritik, weil sie der Überzeugung waren, dass ein krebskranker Mensch einfach so geheilt wurde. Und das im Namen Jesus Christus. Dafür teilten sie sogar der Öffentlichkeit eine Art ärztliches Dokument. Jedoch kam halt später raus, dass dieser Arztbrief gefaked war. Awakening Church äußerte sich dann auch damit, dass sie hinters Licht geführt wurden. Also sie wurden verarscht, wussten nicht, dass es fake ist und haben dann auch alle Beiträge dazu gelöscht. Und um natürlich noch mehr Menschen für sich zu gewinnen, waren sie übrigens auch an der ukrainischen Grenze. Denn Menschen in der Not kann man halt ziemlich gut beeinflussen, in meiner Wahrnehmung. Generell fiel perfide, mir auch eine Sache Alter. Auf. Bei diesen Holy Spirit Predigten waren irgendwie erstaunlicherweise viele Menschen dort, die Probleme in der Ehe haben oder auch Krankheiten haben. Wie kommt das nur, dass ausgerechnet dort so viele kranke Menschen und Menschen mit Problemen rumlaufen? Kann es sein, dass die Leute dorthin gehen, weil sie hoffen, dass sie dort geheilt werden und keinen anderen Ausweg mehr sehen? Ich persönlich habe halt genau das Gefühl. Sie merken vielleicht, dass es keine andere Option oder keine Hilfe mehr gibt und genau deswegen wird dann dieser spirituelle oder religiöse Weg gewählt. Und das nimmt diese Kirche natürlich super gern an, denn jedes Mitglied mehr ist ein weiterer Schritt zur Eroberung Europas. So berichtete ein ehemaliges Mitglied Folgendes. Yo. Ich war als Kind schon depressiv. Dann war ich auf der Konferenz und dachte, die können mich jetzt heilen. Sie haben ein Gebet gesprochen für alle. Ich dachte, ich hätte irgendwas gespürt und bin nach vorne zur Bühne gegangen. Da haben sie mich gefragt, wovon ich geheilt wurde und ich habe gesagt, Depressionen. Aber natürlich war ich nicht geheilt. So ging es los, als wir wiederkamen. Ich war nicht nur Mitläuferin, ich war vorne mit dabei. Bei Awakening Europe war ich nur bei dem ersten Event in Nürnberg. Das Stadion war nicht so voll, wie man glauben mag. Viele Leute waren in Ekstase. Es gab wenig Programm, weil man sich vor allem auf den Heiligen Geist verlassen wollte. Dann war da ewig emotionale Musik. Yo, haben wir ein Bühnenprogramm? Nee, Digga, der Heilige Geist regelt das schon. Ey, der Lichttechniker hat abgesagt. Habt ihr irgendeinen Ersatzmann? Ah, Heiliger Geist regelt.
Ja, das ist wirklich geil. Das ist deren We Fix It in Post. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Das war selbst mir zu viel damals. Und ich war ja auch ein bisschen so drauf. Da war extrem viel Heiliger Geistgerede, sehr viel geistliche Kriegsführung. Und es waren die ganz Großen da, wie die Band Jesus Culture. Ja, und Leute, die dann merken, dass da ja eigentlich gar nicht so viel passiert und das meiste nur Show ist, die gehen am Ende des Tages halt wieder. Eine Sache, die mir außerdem noch aufgefallen ist, war diese Aussage von Torik. Ich erzähl dir was, was mir vor... vorletzten Samstag. Wir sind in die Stadt gegangen und Gott hatte mir gezeigt, vor, dass wir in die Stadt gehen, dass wir eine Frau kennenlernen, die 1,60 Meter ungefähr groß ist und die depressed ist. Später haben wir die auch kennengelernt. Ich habe angefangen, Befreiung über ihr auszubeten. Sie hat angefangen, einen unreinen Geist zu manifestieren. Wir haben in der Stadt ein Mädchen getroffen und ein Freund von mir hatte den Eindruck, dass sie mit Suizid zu kämpfen hat. Wir sind zu ihr hingegangen und wir haben zu ihr gesagt, hey, Gott hat uns gezeigt über dir, dass du manchmal mit diesen Gedanken struggles. Stimmt das? Die meinte, ja, das stimmt. Wir haben angefangen, für sie zu beten und sie meinte, wow, irgendwas hat meinen Magen verlassen. Und wir kannten diese Person gar nicht. Ja. Und sowas andauernd. Da war so viel Schmerz in diesem einen Jahr. Alter Vater. Oh Gott. Ey, das ist einmal in 100 wahrscheinlich passiert ihm das wirklich, dass Stay sich auch denkt, ach du Scheiße, warum habe ich mich denn darauf eingelassen? Das war ja Oh Gott. Das war ja richtig witzig. Ja. War das geil. Das erinnert mich auch stark an eine Aussteigerin von Awakening Church. Diese schilderte nämlich solche Szenarien. Auf der Jesus Culture Conference wurden die Leute auf die Straße geschickt, um zu heilen. Das ist immer Teil dieser Konferenzen, auch bei der Awakening Europe Konferenz in Nürnberg. Sie wollten zeigen, dass man heilen kann. Dann geht man raus in Gruppen, spricht Menschen auf der Straße an und betet für sie. Als wir wiederkamen, gab es einen Zeugnisteil und dann kamen viele auf die Bühne und erzählten, dass es Heilungen gab oder jemand bekehrt wurde. Das sollte ermutigen. Es wurde diese wahnsinnigen Geschichten erzählt und man sitzt da und denkt, krass, warum habe ich das nicht erlebt? Vielleicht liegt das daran, dass die Geschichten aus dem Paulanergarten unendlich groß sind. Und es zeigt vor allem, dass sie wirklich so vorgehen, wie dieses ehemalige Mitglied es hier beschreibt. Ja, die Frau, die hatte Kopfschmerzen und die hat aber selber Medizin dazu dann gehabt, so. Und dann haben wir sie verbrannt. Ich schwöre, das ist das nächste Level. Das ist genauso, wie Kinder sich in der Schule Geschichten erzählen. Bei uns gab es damals, bei meinem Bruder in der Klasse, gab es einen, der hat so Taekwondo gemacht und Breakdance, der hieß Sinan in der vierten. Und mein Bruder war auf Klassenfahrt und Sinan hat wohl Breakdance gemacht. Und diese Geschichte hat sich ins Unendliche gesteigert, weil irgendwann kam mein Bruder von der Klassenfahrt zurück und hat erzählt, Sinan hat den Helikopter gemacht und der ist vom Boden abgehoben. Ja, und das war dann legitter Fakt einfach. Das war dann Kanon. Helikopter gemacht hat und geflogen ist. Und zwar nicht mit den Beinen, mein Freund. Ich sag's dir. Das ist genau das hier. Das ist genau das. Ab dem Zeitpunkt war das Canon in der Schule, Alter. Persönlich sehe genau diese Strukturen und dieses Verhalten als extrem gefährlich an. Das, was Torik die ganze Zeit von sich gibt, ist leider genau das, was Awakening Church beschreibt. Menschen wie er sind bereits schon auf der Stufe, um Hände auf Betroffene aufzulegen, um sie von Dämonen oder bösen Geistern zu befreien. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal Rezo Props geben. Der hat in seiner Reaction und auch schon in seinem ersten Video, wo Torik mit drin vorkam, ziemlich gut aufgezeigt, weshalb das Christentum eigentlich keine schlimme Religion ist. Menschen wie Torik oder Ben haben ihre ganz eigene Version vom Christentum, von Religion, vom Glauben und sie denken, ihre Version ist die einzig richtige und sie müssen es jeden unter die Nase reiben. Und das zieht diese Religion halt momentan massiv in den Dreck. Hier möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, glaubt an was ihr wollt. Jeder kann das so ausleben, wie er möchte, solange er aber niemandem damit schadet. Jedoch ist ab dem Zeitpunkt, bei welchem man Menschen ausnutzt oder wirklich Schaden hinzufügt, eine Grenze erreicht, die nicht mehr zulässig sein sollte. Und diese Grenze wird in dieser Form meines Erachtens nach hierbei ganz klar überschritten. Sowohl Torik als auch Awakening Church sehe ich anhand der gezeigten Beispiele als extrem kritisch an. Und wenn man sich einfach mal den gesamten Bericht von MadWatch durchliest, dann merkt auch der Letzte, dass das Ganze gar nicht so geil ist, wie es eigentlich dargestellt wird. Die Links zu dem Artikel oder auch zu dem Video von Chris Müller sind selbstverständlich unten in der Beschreibung. Auch nochmal ganz große Props und auch Credits gehen raus an Chris. Der hat dazu ein richtig gutes Video gemacht, wovon ich auch viele Informationen habe. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Art der Aufklärung hier in diesem Video gefallen hat. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Das war äußerst schmerzhaft, das Thema, aber war auch sehr interessant gewesen. Und wenn ihr selbstverständlich immer up-to-date bleiben wollt und auf solche Art von Videos steht, dann lasst gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und es würde mich auch in dem unterstützen, wofür ich hier die Videos mache. Und danke, Kevin. Freunde. Ich gerne mal vorbeigehen. Das einzig Geile, was uns die Mega-Churches und die ganzen Church-Communities aus Amerika in die Welt gebracht haben, und das ist wirklich so,
ist, dass es mittlerweile ganz, ganz viel tolle Streaming-Technik gibt und Anbieter, die das auch für einen vernünftigen Preis auf dem Markt anbieten. Ich glaube, Blackmagic alleine gäbe es nicht ohne die Church-Communities und ihre Livestreams da draußen. Ihr glaubt es wirklich nicht. Wenn ihr in dem Bereich ein bisschen arbeitet und ihr sucht mal irgendwie in einem Forum oder früher war das. Mittlerweile gibt es natürlich Streaming und so. Alles. Aber früher, wenn du nach solchen Sachen so, hey, HDMI-Capture, wie mache ich denn das? Oder hey, hier eine Kamera, die ich über HDMI anschließe. Das kommt alles. Das waren immer Churches aus Amerika, die sowas gemacht haben. Ich schwöre euch das, Mann. Die waren weit vorne mit dabei, was Livestreaming angeht. Ist ja, wirklich so. Ist wirklich. Da kam ganz, ganz viel crazy her. Und Porno. Ja, aber der ist leider schwerst illegal und auch krank. Ja.